Stream starten. Alle Programme wieder öffnen. Bei irgend so ein NV sowieso sys. Hat er im Bluescreen angezeigt. Ich denke mal, ich muss dann demnächst mal die Treiber nochmal updaten. Red Dead Redemption durfte es das ja nicht machen, dann hat es mehr Crashes als vorher. Kann vielleicht auch an der Uhrzeit gelegen haben, es ist genau 8 Uhr. Ja, wer weiß. Das Schöne ist, dass sich die Browser das merken, welche Fenster offen waren. Oh, das würde so lange dauern, jetzt die Fenster alle wieder zu öffnen. Eigentlich brauchst du nur einmal wieder starten. Nee, also bei mir werden alle Fenster, die vorher offen waren, wieder hergestellt. Genau, macht er ja bei mir auch. Gut, so. Man muss halt nur einmal reinklicken, ne? So, das haben wir, das haben wir. Überleg ich gerade, ob ich den Song nicht eben schon mal geskippt habe, aber das war bestimmt vor dem Crash. So, dann brauchen wir Borderless Gaming und dann Astronier. Das ist jetzt fast ein Jahr her, wo ich das letzte Mal gespielt habe, ne? Und wollen du? Ich sehe hier gerade meine letzten gespeicherten Spiele. Muss gleich sogar nochmal Discord neu starten wegen Adminrechten und so. Sonst kann ich mich nicht muten und Dreck. Aber ich starte dann erstmal Astronier, laden. 5,1 Megabyte haben wir schon. Save Game File. Ja. Ich glaube, das hängt 1:1 mit den. Sauerstoffstöpsel, die wir aufstellen, zusammen. Ach du Gott, wo bin ich denn hier? Da haben wir das letzte Mal gespeichert. Eieieiei. Das ist ein bisschen her, glaube ich, ne? Naja, weil ich hier kein Fahrzeug habe, wo ich einsteige, ne? Ich bin jetzt auch lange nicht mehr im Fahrzeug gewesen. Schauen wir mal. Ich glaube, ich war sogar der Letzte. Zeigen. 19.24 Uhr ist der Safe, also eine halbe Stunde. Ja. Eine halbe Stunde verloren. Ja, so ein Autosave wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? Dass man sagt, jede 10 Minuten oder jede 15. Ja. Aber die ganzen. Oder einstellbar zumindest, ne? Die ganzen Forschungsdinger, die ich gerade geholt hatte, die sind auch noch nicht da. Ich hatte hier schon zwei Paletten voller Titanium. Ist auch noch nicht da. Tja, so ist das, ne? Also das lag irgendwie an Nvidia. NV irgendwas ist. Was sollt. Können wir ja nicht ändern. So, dann machen wir das gleich nochmal, was wir die letzte halbe Stunde schon gemacht haben. Ich starte nochmal in Discord als Admin, gleich wieder da. Ja.
Mein Oho hast du bestimmt nicht mehr gehört, da war das schon abgeschmiert. Das hatte ich dann nämlich erst gesagt, wo der Sound schon im Loop hing. Naja. Er spuckt mich an. Ich bin's nicht. Oh nein, 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 nein. Oh. Eine mega tiefe Höhle. Ich bin fast reingefallen. Oh. Das war knapp. Das war knapp. Na, sowas von. Genau, machen wir einfach das, was wir schon vorhin die ganze Zeit gemacht haben. Ja, hier bin ich doch vorhin gar nicht lang geeilt. Oder doch? Böse Pilze ausgraben hier. Ja, fällt mir ein. Ich müsste ja noch mein Skript neu starten, was den Code anzeigt. Bearbeiten. Das war das. Archan. Können wir irgendeinen Film empfehlen? Ich nicht. Ich kann keinen Film empfehlen, Eckart, du? Boah, da gibt's viele Filme. Aber jetzt so auf Anhieb nicht, nee. Kommt vor allem auch immer darauf an, was man mag. Ne? Wenn man jetzt einen Science-Fiction-Film empfiehlt und derjenige mag kein Science-Fiction, dann ist das auch eine falsche Empfehlung gewesen. Ich tue mal zur Sicherheit noch mal speichern. So. Muss man einfach mal öfter speichern. Also benutze öfter mal dein Fahrzeug. Ja. Ich habe leider keins hier, wenn ich erstmal
Ach, ich bin noch gar nicht richtig runtergebaut in die Höhle. Hm. Ich hab die schon halb leer gelootet gehabt und jetzt muss ich noch mal reinbauen. Die ganzen vielen Forschungen, die hier hinten lagen. Zink, nein, ich will kein Zink. Tief in dir drin willst du doch Zink. Ja. So, und jetzt geht's in die Richtung weiter. Ja, Benjamin habe ich. War ich bloß noch nicht bei den guten Bohrkopf. Wenn ich jetzt die Forschung wegbringe, dann hole ich den. Hier irgendwo in die Steckdose, da ist er.
Das ist aber wirklich stürmisch hier. Hast du denn zufällig ein Fahrzeug in der Nähe? Kann ich gerade mal hinrennen, ja. Da wird man vorsichtig, wenn man eine halbe Stunde verloren hat. Komm, sammel Probe da ein. Niki, hallo. Willkommen. Jetzt habe ich zumindest meine drei großen Proben schon mal wieder gefunden. Fahrzeug war hier. So. Okidoki. Okidoki. Niki, das Titan, das ist auch für Sachen, die man herstellt. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Wofür brauchten wir Titan? Oh, irgendwas war das. Irgendein Lager, übergroßes Lager oder irgendwie sowas? Da war doch was. Ja, für irgendwas. Muss ich gleich mal nachgucken. Ich will eben nochmal meinen Rucksack leer machen. Genau, der momentane Code ist 8. Das ist schon beantwortet, die mit der 4.
mal. Wie viele große Shuttle zum Beispiel brauchte man Titanlegierung? Extra große gewölbte Plattform. Das ist die größte, die es gibt. Da gibt's halt auch zweimal Titan brauchst du dafür. Ja, und das gibt halt nur auf dem Planeten hier. Niki sagt, das Gewölbte soll Kacke sein. Hatte ich mir fast schon gedacht, ja. Keine Ahnung. Wir haben 11.000 Credits oder Bytes. Hier kannst du ja irgendwas forschen, wenn du willst. Ich wüsste jetzt nicht, was wir brauchen. Die extra große Plattform B haben wir schon, ne? Weiß ich nicht. Du hast doch gebaut. Ich glaube ja. Du fragst mich Sachen. Ja, auch dir schönen Abend, Kaspar. Schön, dass du hier warst. Wo ist denn dieser komische Lagerring hin, den ich hier vorhin gefunden hatte? Na, zur Base. Ich baue eigentlich auf jedem Planeten erstmal eine Base, damit man dann ein bisschen Gefühl von Heimat kriegt. Fünf Minuten braucht die Forschung noch. Ich glaube, ich fahre erstmal wieder nach oben. Das heißt, warte mal. Genau, steig erstmal ein. Wir könnten mal wieder einen Safe-Punkt gebrauchen. Ich guck erstmal, der Tank voll ist schon. Okay, einsteigen kann ich auch so. Das ist ja nicht. Ich habe den anderen Tank deiner Base auch schon leer gelutscht wegen Ammonium herstellen. Bietet sich das ja an, dass ich mit dem ins Hochkomme. MVP Drive-By bekommen. Also,
das Erde sammeln. Ja, irgendwie was mit den Planeten, Kerne aktivieren. Irgendwie so, ja. Irgendwas war da. Niki schreibt hier gerade im Chat irgendwie, wir müssen Planetenkerne aktivieren und da kriegen wir Schlüssel irgendwie. Kein Plan. Ja, dazu müsste ich mal dazu kommen, weiter zu bohren, wenn ich auf einer Stelle rumgammel. Ja, ich weiß auch nicht. Kein Plan. Irgendwas mit aktivieren. Haben wir keine. Okay, dann schmeiß ich das Quarz hier erstmal runter. Mir geht's gut. Und selber. Ja, Chris auf so eine kleine Plattform echt nicht draufgeschraubt, ne? Ich hab jetzt keinen Bock, die Plattform darunter zu schrauben. Dann lasse ich einen Bohrer hier. Das ist alles hier unten, was ich nicht unbedingt oben brauche. Okay. Ja, umso mehr kann ich mitschleppen, ne? Ja. Ich lese ja gerade, wie wir das Spiel dann später irgendwie beenden können oder so, oder keine Ahnung. Also irgendwie die Alienbasen, wenn wir die Mittelpunkte aktiviert haben, dann gibt da irgendwas mit Schlüsseln oder so. So richtig habe ich das auch noch nicht gerafft, aber werden wir dann sehen, wenn wir beim ersten Erdkern sind. Ja. Denke ich mal. Kein Plan. Hier nichts mehr, verdammt. Hey, wo sind meine Samen hin? Ich habe doch hier mehr als zwei Samen. Das war bestimmt bevor der gecrasht ist. Meine Stachelsamen sind weg. Warte mal. Wo waren die denn? Ich weiß genau, wo die waren. Okay, Niki, werden wir machen, aber ich glaube, erstmal haben wir so noch eine Menge Spaß.
Es dauert ja auch, diese ganzen Alien-Basen zu aktivieren. Wo sind denn diese scheiß Pilze hin, die? Vorhin waren die noch da. Einen habe ich dabei. Wo ist der zweite hin? Hä? Ich bin verwirrt, maximal verwirrt. I don't know. Ja, gute Nacht, Niki. Danke, dass du hier warst. Nein. Nein! Ich hab mich verlaufen. Hol da nicht weg! Scheiße! Meine Rohstoffe rollen hier durch die Gegend. Das ist aber geringfügig uncool, würde ich sagen. Ja. Bin ich auch. The Queen is not amused. Und Charlie auch nicht. Oh, hier sind noch welche. Ich bin nicht so dicht dran. Wer weiß, wer weiß. Dingens bauen. Wieder einen vollen Stack Titanium. Also ein Rücken voll. Du musst mal gucken, wenn du Samen findest, dass du die mitbringst. Wenn du da keine Forschungsstation hast, deswegen. Ja. Hier gibt's kein Leben. Kein Grünzeug. Und wenn
Will dich essen. Na super. So, den komme ich mal mit dem Trecker wieder hochgejuckelt. Ich muss hier wahrscheinlich eh zwei, dreimal fahren. Habe ich mich gerade erschrocken, ey. Wo das Spiel kurz stand. Ich dachte schon wieder als Crash hier. Dann haben wir zumindest schon mal einen Speicher. Ich drei Anhänger mal runter. Probier doch. Check it out. Ja, mit zwei ist glaube ich schon schwierig. Du kommst um die Kurven rum. Oh, er fährt aber gut hoch hier. Er hat Zug, ne? Ja. Für Nick auch, der Traktor ist da echt unschlagbar. Und ich glaube, der große Rover, der hatte noch nicht so viel Durchzug. Nee, der bleibt vor allem an jeder Kante irgendwie hängen. Der Traktor ist das Monster, was man haben will. Er fährt fast senkrechte Wände hoch. 45 Grad sind das hier schon. Ich glaube, der kann sogar mehr als 45. Muss nicht da reinfallen. Das war knapp. Hier oben. Oh, da quält er sich ein bisschen. Wenn man erstmal den Diamantbohrer hat, ne, dann fragt man sich, wie man die ganze Zeit ohne klarkam, ne? Ja. Oh, Licht. Ist ja hell draußen. Mensch, habe ich schon viel gesammelt, ey. Ich glaube, jetzt wird das nächste Lager voll mit Titan. Oh, die Dinger lohnen sich. 675. Forschungsprobe. Ich komme mit den 4000 dann im Wald. Okay.
war denn jetzt hier unser... Lass ich jetzt oben die Leere. So. Moment halten. Ammonium als Grundstoff brauchen wir doch nicht, ne? Das muss doch eh durch den Dingens gejagt werden. Ich glaube ja. Wo ist denn der Brenner jetzt hin? Hallo? Sag mal piep. Da. Das kann man nicht brennen. Nee, Ammonium kannst nicht brennen. Nee. Hättest du auch gleich sagen können, ne? Das müsste man wusste gar nicht, dass du Ammonium brennen willst. Ich dachte, das hängt jetzt nicht damit zusammen irgendwie. Doch. Nee, das musst du im Chemielabor machen. Da musst du denn Ammonium. Lass mich überlegen. Irgendwas noch. Und dann wird da Hydrazin draus. Muss mal selber gucken im Chemielabor. Dann packe ich das hier erstmal auf die Plattform. Pack das hier unser großes Lager mit drin. Kein Platz mehr. Stellst du eine Plattform hier auf die Plattform drauf? Hast die auch schon gefunden? Ja, gerade eben. Da ist noch Platz, da können wir noch Rohstoffe dran. Das ist eine Plattformception sozusagen. Ja. Plattception. Ich überlege gerade, ob wir in so eine große Plattform, ob wir da zwei Silos draufstellen können. Aber brauchen wir ja gar nicht. Können wir ja so hinstellen, die sind los. Probier. Ja, keine Ahnung. Hatten wir doch ganz am Anfang. Da hatten wir doch das Silo lose stehen. Nicht unter.
versuche jetzt noch einen Forschungsbubble zu finden. Aluminium ist Rohstoff, ne? Ja. Nee, oder? Warte mal. Aluminium. Oder kriegen wir das von der Teilplattform? Ne, da gibt's nur Rohstoff. Tauscht ja noch Schrott um. Mhm. So oft wie ich hier irgendwann Schrott vorbeikomme. Aluminium brauchen wir wohl noch häufiger. Da brauchen wir noch einiges von. Zwei Blöcke von. Ja, das blaue. Naja. Also das sieht silber. Nee, das sieht blau aus, wenn man das im Urzustand. So. Laterit. Meinert. Ist so bläulich. Was? Ach so, ja, ja. So. Und dann so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Blau-braun würde ich fast dazu sagen. Ne? Geht so ein bisschen übereinander. Gemisch, ich habe doch hier irgendwo noch Gemisch gesehen. Da steht noch was. Zwei Harz rumkriegen. So, wo ist mein Garten? Da liegt's. Ich wollte eigentlich meine Rakete richtig ausnutzen,
Aber da müsste ich nochmal einen Haufen Forschung finden, wenn ich die jetzt wirklich voll zurückbringen will. Da überlege ich gerade. Da ist der Drucker. So, dazu brauche ich zwei Harz, die lagen hier hinten irgendwo rum. Da wäre noch Forschung, okay. Sammel das mal. Hier ist Action, ey. Ich habe hier so eine Spuckpflanzen, die werfen mit so einen roten Kugeln und die explodieren dann. Ach so. Und das war eben wirklich sauknapp. Ich hätte fast eine abgekriegt. Die lag schon neben mir und dann bin ich noch schnell weggesprungen. Deswegen war. Und siehst ja, das siehst du auch an den Forschungspunkten hier. 300. Ordentlich, ja. Was aus den Resten der Pflanze denn so alles rauskommt, ne? Lohnt sich. Ich hoffe, du hast eine Forschungsstation da oben. Ja, ja. Allerdings, Wie haben wir denn jetzt? 16.000 schon. So. Was ist mit dem Lager hier? Achso, das ist Dingens. Nicht erschrecken. Mhm.
Ja, mit Ankündigung ist das noch was anderes. So, jetzt bin ich aber voll. Kein Platz ist verschwendet. Dann braucht er nicht aber sehr viel Energie. Ab geht da! Auch wenn man die Batterie da dran packt. Was ist da los? Ah, okay. Ich muss mal einen kleinen Spot dran packen. Achtung, ich lande. Ja, du bist unterirdisch, ne? Nee, ich bin oben. Ich wollte gerade mal den zweiten großen Tank voll machen. So. Packt mit tollen Sachen, bin ich zurück. Mal gucken, wo ich die hin tun kann, die Titansachen. Keine Energie. Oh, die Batterie. Hä? Oh, ist der Schmelzer aus? Ja, der war aus. Wunder mich gerade, warum ist der Schmelzer an? Geht der nicht? Hier liegt eine Windfahne mitten in der Basis rum. Ich hab die nicht hingelegt, glaube ich. Nur das Grundzeug, weil ich momentan nicht wusste, wohin damit. So. Hat der sie wieder voll? Nee. Denn, hallo. Kann ich schon mal die Forschung anschmeißen, was ich denn so alles mitgebracht habe? Saugt sich aber die Batterie ganz schön leer. Thank you.
Du meinst so, wie ich das da getan habe? Weiß ich nicht. Ich dachte, machst du einfach mal. Ich glaube nicht. Weiß aber nicht genau. Andererseits, unser Zink hat doch schon ein bisschen abgenommen. Kannst du, wenn du Bock hast, auch noch ein bisschen Zink mitbringen? Mhm. Eine zweite Partie. Ist sicher, dass der Bohrer das direkt in den Kanister schaufelt? Ja, eigentlich schon. Oder braucht man dafür auch die kleinen? Ja, eigentlich nicht. Nee. Hast du den Kanister auf dem zweiten Hänger? Direkt dahinter, ja. Bei mir ging das. Weiß nicht. Eckart spielt mit. Müssen wir mal irgendwo. Braucht man eine große Batterie. Die kleinen halten nicht lang. Ein Bekannter von mir, iMod. Eckart, streamst du auch? Aktuell nicht, ne. An sich schon, aber jetzt aktuell nicht. Okay. Ich klau dir meine Batterie hier, ne? Der große? Ja, sicher. Ich will ja bohren. Irgendwo mal hier eine Testbohrung machen. Jetzt haben wir nur noch vier. Wir werden in Energiearmut sterben. Ich werde nachher singen, dann haben wir wieder Strom. So. Oh, da ist schon ein Loch, verdammt. Naja, beinahe. Ja, meine Batterie entsorgen. Ich sehe schon. So, Bohrer an. Ab die Post. Ich weiß noch nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Sack voll. Nee, da packt da nichts rein. Das funktioniert so nicht. Ich versuche jetzt mal einen Kreis zu fahren. Ach, bin schon wieder draußen. Alles gut. Weiß noch nicht, wie ich zurückkomme. Verdammt. Ich hatte das Gefühl, dass da was reinging, aber keine Ahnung. Jetzt ist ein Hydrazin-Ding abgegangen. Kann ich das gleich mal ersetzen?
möchte echt mal wissen, wo ich hier gerade bin. I don't know. Ach du Scheiße, ein Loch. ups. Das war jetzt uncool. Verdammt. Hast du einen Kanister dabei, um dich rauszubauen wieder? Ja, ich hänge direkt über ein anderes Loch. Komm ich zurück? Komm, kleines Stück zurück. Kleines Stück zurück. Aussteigen, ohne irgendwo runterzufallen. Okay. Kleiner Kanister ist an Bord, ja. So ein bisschen Platz machen hier. Damit ich weiß, wo ich bin. Du kannst dich ja da wieder rausbauen. Ich sag dir, das ist saugefährlich, mit dem Bohrer hier durchzueiern. Das Loch machen wir hier erstmal zu. Oh, Gemisch. Glück gehabt. Konntest du dich wieder hochbauen? Ich hoffe es. Ich muss mich erstmal orientieren, wo ich mich jetzt reingegraben habe. Da, wo ich rein bin, achso, ich bin ja runtergefallen. Da gibt es keinen Eingang, wo du runtergefallen bist. Den hast du nicht gebaut, auf jeden Fall. Kannst du mal vorsichtig in den Tunnel reingehen, wo ich drin rumgegraben habe, obwohl du siehst, wie tief ich da bin. Bist du bei dem Loch da irgendwie oder wo? Ja, die Richtung, dann um die Ecke drumherum und dann links in den Berg rein. Da links bin ich in den Berg rein irgendwo. Ja, das sieht so aus, ja. Aber Vorsicht, da geht's irgendwann runter. Rechts lang oder links lang? Geradeaus? Nee, da bin ich geradeaus gefahren. Da hatte irgendjemand anders. Nee, falscher Weg. Das ist geradeaus. Ja, jetzt ist es wieder richtig. Und dann bin ich, glaube ich, wollte ich links oder rechts abbiegen? Ich glaube, ich bin rechts abgebogen. Genau. Ja, ich habe keinen Sauerstoff mehr. Ich laufe lieber zurück. Achso, ja. Vielleicht, ist ja doch ein ganz schönes Stück zurück.
gerade machen, dass ich mit dem Trecker hier halbwegs bewegen kann. So. Zwischenspeichern. Gut, dass das hier alles normale Erde ist. Weil ich habe die ganzen Wurfsätze ja nicht mitgenommen. Dein Garten ist auch schon wieder am Blühen. Ja. So, jetzt habe ich zumindest schon mal den Trecker wieder auf einer geraden Fläche. 22.000. Ich bring noch mal ein bisschen Gemisch mit, ne? Mhm. Oh, ist das... Ich glaube, ich habe hier schon... Kann ich schon wieder rausgucken. Ich war gar nicht so tief. Okay. Warte. Ne, das ist nur eine andere Höhle. Scheiße. Toll, wo packe ich das Zeug jetzt hin? Verdammt. Titanlegierung. Wie können wir Titanlegierung herstellen? Kaffeen brauche ich dafür, okay. Geil, ich brauche noch eine Titanlegierung. Eine reicht dir schon nicht. Nee. Noch einmal Hydrazin.
weiß ich nicht, ich krieg halt eh gleich nochmal rein. Hier liegt so viel Gemisch rum. Das bringe ich einfach mal mit. Aber ich stehe halt direkt über diesem Scheiß Vorkommen. Ich muss jetzt mit dem Trecker erstmal drehen, damit ich hier wegkomme. Nämlich gerade das Hydrazin-Jetpack gebaut. Deswegen brauchte ich zweimal Titanlegierung, sonst fliege ich ja im Kreis, wenn ich nur eine Seite ranbaue. Nochmal speichern. Weißt du? Verstehe, ja. Was, wie zündet man das jetzt? C? C und V? Cool. Nicht schlecht. So, jetzt kann ich hier Dingens abbauen. Ah, eins hätte auch gereicht, okay. Ja, nice. Du baust dich gerade raus, ne? Bitte? Du baust dich gerade raus, ne? Ja, ich mache mir erstmal eine Höhle hier, damit ich vernünftig drehen kann und damit ich dann zeitgleich auch das Gemisch abfarmen kann. Okay. Weil ist ein riesengroßes Lager halt. Ne? Also ich habe hier Spaß mit meinem Jetpack und überlege mir noch einen Oxygen-Tank zu bauen, damit ich länger rumfliegen kann. Schon ein Viertel von der einen Düse verbraucht. Also eine Düse reicht theoretisch auch, um zu fliegen. Ich werde mir mal noch zwei Sauerstofftanks bauen zur Sicherheit. Jetzt ersticke ich da oben. Einheiten habe ich schon. Juhu, auf und davon. Das macht ja Spaß. Sieht man noch ein bisschen was von oben mal. Lost Mindframe, willkommen. Ich glaube, ich habe Aluminium gefunden. Also, Laterit. Das fetzt ja, ey. Kann ich nur empfehlen, damit rumzufliegen, ey. Geil, wie Sau.
wenn du diesen Sauerstofftank gebaut hast, kannst du mich ja mal suchen kommen. Ich bin gerade auf den Berg hochgeflogen. Der Berg direkt bei uns an der Base? Mhm. Setz da mal ein Beacon drauf. Mach mal ein bisschen gerade und setz da mal ein Beacon drauf. Ich hab keinen Beacon bei. Achso. Ja, dann bau einen. Entweder kostet das, glaube ich, nur ein Gemisch oder sowas oder Harz. Das macht Spaß, sag ich dir. Ich habe zur Sicherheit schon immer bloß einen Tank benutzt, dass der andere dann sozusagen als Backup ist. Ja. Wenn ich irgendwie mal notlanden muss. Macht Spaß. Jetzt weißt du, wofür wir hydrazierende Massen brauchen. Denn wenn wir mit dem Jetpack rumfliegen. Hier rauskommen. Unsere Weh nach oben geht da lang. Der tankt sogar beim Fliegen nach. Ist das geil, ey. Ist das geil. Ich hatte noch so ein Hydrazin auf dem Backpack und während des Fluges hat er dann gewechselt. Ja, nimmt sich halt da raus, wo er was findet, ne? Hammer. Einfach nur Hammer. Hier schon Weg. So, geradeaus bin ich jetzt. Denn schnell zum Trigger. Rechts oder was? Sieht aber nicht so aus, als ob du hier durch bist. Doch, da bin ich lang. Sieht man doch ganz klar. Denn irgendwo hier runtergefallen oder was? Ja, nee, ich hab halt glaub, da bin ich runtergefallen. Ja, da bin ich definitiv runtergefallen. Wahrscheinlich habe ich einen schon bestehenden Gang getroffen.
Dadurch ist die Schnauze nach vorne gekippt. Bist du da noch in der Nähe? Dort bin ich irgendwo. Hallo. Hallo. Habe ich dir schon mein cooles Jetpack hier gezeigt? Super. Das macht Spaß. Das ist eine Höhle, glaub. Da kann man denn noch so mit fliegen, guck mal. Das macht übel Spaß, ey. Wo bist denn du jetzt hergekommen? Ja, von oben. Aha. Ich glaube von da oben. Wo ich hinzeige jetzt gerade. Ja, zeigst du hin? Ach da. Ach du grüne Neune. Ja, das ist das Loch. Hätte ich jetzt einen Kanister, könnte ich runterbauen. Aber ich habe keinen Kanister dabei. Ich habe zwei dabei. Aber dann komm mal mit dem Dreck, da oben muss ich hin. Ach du grüne Neune, ich sehe dein Licht. Ach du grüne Neune, da komme ich ja nie hin. Ich grab mich einfach schräg raus. Ja. Ich buddel jetzt hier einfach weiter nach oben. Irgendwann geht's schon. Nee. Warte mal, was ist denn das hier? Ach, eine andere Höhle, deswegen. Schon gewundert. Was ist denn das hier? Zink. Kannst du mal das Zeug über mir abbauen? Schon wieder Zink. Ich sag mal, der Planet ist reichhaltig an Zink. Das haben sie aber schon nicht. Ich hab dir noch einen zweiten Kanister ran gepackt, ne? Ich habe noch drei Tanks. Grün kommt Luft, ne? Ich habe noch drei Tanks, also. Ich dachte, ich fliege eine Weile länger, deswegen hatte ich mir ein paar mehr Tanks gebaut. Pass auf, dass du nicht erstickst. Du hast weniger Luft als ich. Ich habe jetzt den zweiten Tank leer. Komm jetzt erstmal wieder zurück. Ich kann auffliegen. Tank wieder aufladen. Ich könnte ja auch mit dem Trecker hochfahren, aber. Mit deinem Glück ist dann die nächste Höhle, wo du wieder reinfällst. Ich würde sagen, da ist dann die Batterie leer irgendwann. So brauche ich wenigstens nur Sauerstoff auftanken. So, weiter geht's. Oh, ganz schön tief runtergefallen, hey, hier mit einmal. Melvin, willkommen. Hey.
Hier ist auch gleich die Tesla-Line nach Hause. Hinten reingebaut und hier wieder rausgekommen. Ja. Dann hol ich mal mein Töpfchen. Also wir haben hier unten Zink und ja, Zink vor allen Dingen. Jede Menge Zink. Ich habe hier noch die Plattform gegriffen, werde ich gleich mal schreddern. Eine Schrottplattform. Zwei Plattformen muss ich gleich mal mitnehmen. Da ist so viel. Ach so, ich habe auch einen Beacon oben auf dem Fels gemacht. Der ist Purple. Ja. Weithin sichtbar. So, bitte einmal was zum Abladen. Willkommen. Das ist na, fast voller Tank. Ja, der andere ist auch voll. Sind beide voll. Materie lasse ich erstmal noch mal drauf. Aus Sicherheitsgründen. Was brauchen wir dann noch? Zwei leere Plattformen, um den Krempel da rauszuschaffen. Eine. So. Den hole ich den Kram mal. Meine Pflanzen gedeihen. Von jetzt hergekommen. Irgendwo hier, hier. Ich glaube hier. Ah, da wo du bist, ja. Ach, ich muss ja ganz runter zum Umdrehen. Halt hier unten immer noch das Zischen von dir höre, ne? Ja, ich bin ja hinter dir. So. So, jetzt ist die Gun. Ich flieg dir ja hinterher. Hättest du auch laufen können. Nee, wir haben's ja. Das und, reicht nicht, ne? Ja, wenn wir den Rucksack noch voll machen, könnte reichen. Der ist schon voll. Warum ist mein Rucksack schon voll? Also ich hab von dem Zink schon was mit. Immer noch. Hätte auch in der Basis lassen können. Den? Hätte auch in der Basis lassen können, den Zink. Ja, ich ist dunkel. Konnte
nicht sehen. Den Bohrer hättest du ja, auch da lassen können. Den Rest packe ich mir gleich auf meinen Rucksack, wenn ich nochmal runterkomme. Na, warte mal, ein bisschen passt ja noch. Hey, wake up! Oder? So, ich glaube, jetzt ist voll. Toll, die drei Stücken. Denn Berzi, welcome. Du kannst noch in der Hand nehmen, ne? Ein bisschen nö. Total geil. Ich will nie wieder was anderes haben. Ey, ich hänge an so einem Zapfen fest. Das ist natürlich zum Suchen von diesen von den Alien-Bauten sehr praktisch, ne? Einer blickt vor, sucht die Dinger, stellt ein Beacon auf, dann findet der andere. Genau. Und vor allem, wenn du mehrere Sauerstoffdinger bei hast, ne, dann kannst du ja auch eine ganze Zeit lang unterwegs sein. Ja. Ja gut, im Zweifelsfall zu dem mit dem Fahrzeug zurück und da auftanken, ne? Oh, sorry, ich wollte da nicht gegenfahren. Brandone. Wir brauchen noch so einen großen Dinge zu kriegen. Da schon. Ein Silo. Ja, meinst? Ja, guck mal, was wir hier alles an Rohstoffen mittlerweile haben. Ein Silo pro Rohstoff. Ja, fast. Huch. Ey, guck mal, wie viel von diesen mittleren Plattformen oder du. Holy shit. Mhm. Ja gut, du brauchst halt nur, sonst kannst du nichts draufstopfen. Lad dein Zeug hier ab, was du hinten drauf hast. Zink. Achso, da war doch noch was. Pack ich das hin. Auf den Schmelzer. Ja. Dass er gleich schmelzen könnte kann. Man machen, ja. Wäre noch cool, wenn man Sachen in der Hand nehmen könnte. Dann könnte man jetzt hier noch eine Forschungsprobe holen oder sowas. So beim Fliegen jetzt, ja. Ich werde noch mal ein bisschen Harz herstellen, glaube ich. Wir brauchen mehr Plattformen. Ja, oder diesen großen. Dann müssen wir Stahl herstellen. Was brauchen wir dafür? Eisen, ne? Da haben wir nicht so viel von, oder? War. Klar. Also hier sind gerade mal zwei. Ja, hier sind 16. Kupfer. Okay, wo ist denn der große Drucker? Was brauchen wir denn dafür? Ey, lass mich hier durch. Ja, wir müssen im Chemielabor Stahl herstellen erst. Mhm. Große. Was habe ich gesagt? Was für ein Ding ist das? Ein Silo B, ne? Ein Silo B? Achso, ja gut, das haben wir ja. Kohlenstoff und Eisen. Aber warte mal, bevor wir das Silo B herstellen, wollte ich noch mal gucken. Extra großes Lager. Kannst auch mal erforschen. So. Hier diese extra große Plattform B. Warte mal, ist das die du schon... Wie heißt denn das Ding, was du hier gebaut hast? Großes Silo B. Das ist extra große Plattform B. Ach so, ja. Die haben wir erforscht.
Und A, haben wir die auch erforscht? Nee, ne? Ich denke mal, das Silo ist am besten, da passt am meisten drauf, ne? Mhm. Das war ja dann Kohlenstoff hier und Eisen. Weil von den Plattformen brauchst du halt nicht so viel. Plattform brauchst du nur, wenn du da irgendwelche Sachen drauf bauen willst. Also Geräte mit Strom halt, ne? Hm. Ja klar, zum Lagern ist das Silo eine bessere Variante. Du kriegst ja deutlich mehr rauf. Ja. Ja, willst du auch mal eine Runde rumfliegen? Ja, mal Spaß halber. Bisschen überwitzt. Aber jetzt ist dunkel. Nee, jetzt will ich nicht. Das wird doch gleich wieder hell. Dann gehe ich noch schnell eine rauchen. Dann ist wieder hell. Okay. Ja, hast du jetzt zwei oder einen von diesen? Na, du musst schon so oben deine beiden Sachen anders hinbauen. Also deine Lampe runternehmen und ich steck dir das Teil schon mal drauf, aber du musst das auf jeden Fall da an der Seite, genau, dann hast du einen. Na. Okay. Komm schon. So. Und vielleicht noch einen Hydrazin mitnehmen zur Sicherheit. Falls du denn doch irgendwo ganz oben bist, weil du musst bremsen, wenn du runterkommst, ne? Nur fallen lassen geht nicht. Du musst dann ab und zu ein bisschen Schub geben. Sonst klatscht du ja oben. Ich träume hin. Sonst klatscht du unten auf. Ja, also kurz bevor du. Starten unten, C, ausschalten V wahrscheinlich. Ne? Nee. C ist linke Seite, V ist rechte Seite. Einer reicht eigentlich. Achso. Und wenn du dann W noch gleichzeitig drückst, dann fliegst du nach vorne und so, ne? Kannst du ja mal probieren. Muss festhalten, ne? Genau, kurz vorher ein bisschen kommt bremsen. Aber schnell runter. Ja, der fällt ja im freien Fall, ne? Also da musst du dann aufpassen. Vielleicht mit, wenn du mit W zum Beispiel, dann geht's eigentlich, dass der dann. Dann fliegst du vorwärts so ein bisschen. Ja, das geht. Oder du bist. Ja, du machst. Schaden macht's aber. Ja, na, weil du ganz und schön. Nicht so viel. Weil du ganz schön nach unten gesammelt bist gerade. Ja, ich hatte aber Wege. Ich hatte nicht. War die gleiche Höhe wie vorher, bin aber nicht so schnell gefallen, weil ich Vorwärtsschub hatte. Mhm. Das ging einigermaßen. Ja. Na, siehst du, ich bin oben gewesen da. Auch mal erstmal und dann kannst du ja noch ein bisschen rumtigern damit. Was verbrauchen die Dinger? Hydrazin oder was? Mhm. Gut, da haben wir ja jede Menge von. Genau. Und wenn ich nur einen mitnehme? Ne, den zweiten würde ich als Backup nehmen, wenn du merkst, der eine. Weiß sagen, einer reicht aber, sagst du, ne? Ja. Ja, gut, wenn du genug Hydrazin hast. Dann reicht ja einer. Ja, eigentlich schon. Die gehen ja nicht kaputt. Eigentlich schon. Dann nimmst du einen und ich einen. Dann klaue ich dir einen. Aber vielleicht sollten wir erstmal den Mittelpunkt finden, anstatt dass wir in den Himmel fliegen. Ich gehe erstmal eine rauchen. Bis gleich. Jo, bis gleich.
Das ist schon cool, Chat. So. Jetpack macht schon Spaß. So, wieder da. Bibi. Also mit dem kleinen Trecker und dem großen Bohrer vorne dran, das ist nicht gut, habe ich mir so gedacht. Du fällst halt ins Loch rein. Das siehst du nicht früh genug. Du musst das schon mit dem Kran machen. Mhm. Bleibt uns, wenn wir schnell und tief graben wollen, nichts anderes als einen Rover zu nehmen. Nur wenn das klappt. Den Kran kriegst du an den Kleinen nicht dran, ne? Nee. So. Ich fliege mal ein Stück, kommt gerade die Sonne wieder hoch. Berg. Weiß nicht. Wo ich bin. Bist du noch im Berg? Brutseeboral generiert, würde ich sagen. Hm. Hat sich ein Wurm reingefressen und hier war Schluss. Da ist aber auch nichts. Ich frag mich gerade, was der Sondenscanner hier macht. Der was? Der Sondenscanner.
Vielleicht findet der Material. Ich habe jetzt eh nie gebaut, aber... Vielleicht wäre auch mal interessant. Den Zusatzplatz verwenden, um Sonden zu finden. Was für ein Zusatzplatz? Ich kann mir nur vorstellen, dass die oben meinen hier diesen. Da blinkt er jetzt mit einer Lampe. Geländeanalysator. Ich glaube, das ist dafür da, wenn du jetzt irgendwelche Sachen bauen willst, die dieselbe Farbe haben und so. Aus Erde. Dass man dann die Verfärbung ändern kann und so. Steht das irgendwo? Warte mal. Anfertigung. Das hilft auch nicht. Flugmodus Sinkflug. Shift übrigens. Flugmodus an, aus, Space. Guck um deinen also Sauerstoff hier. Immer, ne? Achso. Und hier ist da ja gerade außerhalb der Basis rum. Kommen wir erstmal wieder runter. Ja. Landung. Ich würde dann aber auch bald Feierabend machen. 22 ja, ja. Uhr. Leider morgen früh arbeiten. Es steht halt nirgendwo drin, wofür die ganzen Sachen sind, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Muss man denn ausprobieren? Ich hatte doch hier irgendwo so eine Lampe gesehen. Wo war die denn? Mal den kleinen. Ganz vorne. Nee. So eine Arbeitsleuchte. Nee, nicht eine Arbeitsleuchte. Was Größeres halt. Ja, Flutlicht. Flutlicht, ja. Müsstest du in deinem Rucksack bauen können. Wolfram brauchst du dafür. Wolfram haben wir hier hinten irgendwo, glaube ich. Hier so. Hier ist Wolfram. Arbeitslicht, Sauerstoff. Was man hier alles mit dem kleinen Ding alles bauen kann? Flutlicht. Machen. Wolfram. Welches ist das? Das Dunkle? Ne, das ist Eisen. Wolfram. Bauen wir doch mal so ein Ding. Flutlicht. Was? Wahrscheinlich auch nur so ein Teil, was du dir in den Rucksack packst und was einfach nur heller ist, ne? Ach, da passt ja nicht mehr ran. Tier? Ich meine, wenn man das vorne an den Trecker ranmacht, ist das bestimmt gar nicht schlecht. Probier mal. Denke ich mir jetzt so. Dann brauchst du denn zwei von? Weißt, dann kannst du damit rumfahren. Ich
lass erstmal den Bohrer, den packe ich hier erstmal wieder weg. Den brauchen wir nicht. Den packe ich mal in unser Hardware-Loch. Okay, passt. Aber ich glaube, ich brauche jetzt mal so ein dunkles Loch. Selbst wenn du das Flutlicht am Rücken hast, macht das auch schon Licht. Ja, bestimmt. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Das Flutlicht, das klebt hier am Traktor. Achso, ich dachte, du hättest auch nur eins hergestellt. Nein, nein, ich habe deins vom Rücken genommen. Ach so. Ich suche das in der Stecknadel. Man pflanzt mal wieder an. Weil das macht nämlich auch Licht. Ich koppel hier mal ab. Ab. So. Mal in was ins dunkle Loch fahren. Welche Richtung muss ich denn da? Ich glaube da lang, ne? Nee. Trecker macht schon Spaß. Ja, kommt's bestimmt nicht weit. Schlimmer ist, dass ich gleich keinen Strom mehr habe. Das meine ich damit. Du kommst bestimmt nicht weit. Cool. Batterie mitnehmen. Zumindest so eine kleine oder so. Die steckt ja vorne zwei ran oder so. Oder noch eine Windfahne. Du hast doch eine Batterie bei. Ach so, der lädt die ja nicht auf, wenn ich die bei mir habe, ne? Nee. Boah, das ist aber auch eine Technik, sage ich dir. Das muss aber jetzt reichen. Macht ganz schön Licht. Okay, das leuchtet nach hinten genauso wie nach vorne die normale Taschenlampe. So richtig hell ist es nicht. Ich denke, das macht sich am besten, wenn man das vorne ran macht. Habe ich eben vorne dran gemacht. Das ist in etwa genauso hell. Ne, nicht mal so hell wie deine Taschenlampe. Die du normalerweise immer hast. Oder deine Helmlampe. Könnt ihr dann morgen noch die anderen Sachen ausprobieren? Holographische Figur und wie sich was alles. Leuchtstäbe. Also das kleine Arbeitslicht ist wesentlich heller. Viel, viel heller. Achso, warte mal.
gut, also das Ding ist nutzlos. Und belegt zudem noch zwei Steckplätze am Trecker, ne? Also dann lieber normale Arbeitsleuchten drauf. Nein. Da reinlegen. Wer war das? Hey. Wo hast du jetzt die beiden Batterien gelassen? Ich habe die gar nicht gelassen, die hängen vorne an dem Trecker dran. Den Trecker hier in den anderen angeschlossen eben. Ja. Deswegen mich schon gewundert. Ich habe den noch lose hier hingestellt. Rucksack voll aus. Wollte die hier wieder drauf pflanzen. War ich die geklaut? Hier bei da. Hier, bei dem hier. Windfahne. Ich würde aber jetzt Feierabend machen. Ja, ich den ganzen Krempel hier noch abbauen. Hydrazin kommt hier hinten wieder drauf. Das ist das Zeug hier, ne? Nee. Nee, Stickstoff. Hydrazin ist hier hinten bei dem Silo. Silo, ja, da war ich doch gerade. Hä? Bei dem anderen. Hier so. Ah, den kannst du auch behalten, hat Hydrazin. Das ist ja angefangen, oder? Nö, eigentlich nicht. Wenn, dann unwesentlich. So, dann habe ich noch zweimal Gemisch hier. Das war hier drüben. Voll. Lege ich halt davor. Kleiner Sauerstofftank. Wo packe ich denn den ganzen Krempel hin, den ich rumschleppe? Meine Frage. Hier auf die Plattform. Die ist so leer. Naja. Gerade nichts drauf ist. Hey, wo sind die ganzen leeren Plattformen hin? Gibt's aber nicht. Pack ich hier mit drauf. Oder da. Das Ding weg. Das Ding weg. Klar. Der Arbeitskanister. Jetzt alles abgebaut? Ja. Sicher, sicher. Was hast du hier jetzt vorne drin? Was ist das? Ein Scanner oder was?
Ja, dieser Sondenscanner. Erkundungsgegenstand. Aha. Aber ich weiß nicht, wie man den bedient oder so, keine Ahnung. In Zusatzplatz verwenden, um Sonden zu finden. Aha. Ja, wahrscheinlich mussten die einschalten, ne? Keine Ahnung. Ich habe schon ein bisschen probiert. F-Scannen. Jetzt scannt er. Ja, müssen wir morgen oder so mal probieren. Halt einschalten, ne? Ganz normal mit F. Und morgen werde ich dann mal diesen Geländeanalysator ausprobieren. Ja, gut. Fragt sie nur, was eben Sonden sind, ob das diese großen, Gebilde sind? Keine Ahnung. Ist schon praktisch. Aber mittlerweile sollten wir auch durch Fliegen leicht zu finden sein. Yep. I go. Wo ist das Häuschen? Put. Rechts. Da. Gut versteckt. Und einsteigen. Eingesteigt. Ich denke mal, ich bin morgen ca. 16 Uhr wieder da. Was hier noch alles gesperrt ist bei mir in den Anzügen. Exotischer Anzug, galaktischer Anzug, Tundra, Wüsten, verstrahlter Anzug. Ja, das ist bestimmt irgendwie, du musst erst bestimmt auf so einem anderen Planeten gewesen sein, damit das freigeschalten wird vielleicht. Ja. Denke ich mir so. Hüte gibt's auch und Masken. Aha. Keine Ahnung. Die konnte man wohl bloß bei Spezial-Events oder so verwenden, vielleicht. Hallo? Verlassen? Spiel beenden? Ja. Gut. So, ich bin raus. Dann bis morgen. Jo, tschüss. Tschüss. So, Chat. That's it for today. Have a nice evening. Bye bye. Arrivederci. Ciao. Auf Wiedersehen.